Okay, hi David hier mit dem Thema das Tastaturdesign auf dem Steam Deck ändern. Okay, ich zeige euch mal, was ich meine. Also, wir haben hier das Steam Deck. Wir haben hier unten den Punkt Steam Menü. Dort klicken wir auf. Jetzt öffnet sich ein neues Fenster. Und zwar wollen wir die Tastatur ändern. Deswegen gehen wir mal runter auf den Punkt Einstellungen. Das Ganze bestätigen wir mit A, sodass wir in Einstellungen reinkommen. So, jetzt sind wir hier oben allgemein, System. Jetzt gehen wir mal runter. Und zwar zu dem Punkt Tastatur. Ja, also Tastatur hat er anvisiert. Und man kann da also in das andere Fenster ganz einfach rüberkommen, indem man dann A drückt. Und jetzt sind wir ja im Tastaturmodus drin. Ich kann euch mal kurz mal zeigen, wie das Standarddesign vom Steam Deck aussieht. Und zwar kann man das Ganze sich dann anzeigen lassen, indem man hier die Tastatur auswählt. Und ich drücke mal A, jetzt sieht man die Tastatur. Diese Tastatur ist standardmäßig auf dem Steam Deck installiert. Also das sind weiße Buchstaben, weiße Zahlen, unterlegt mit Schwarz. Ja, jetzt könnte natürlich sein, dass manche ja Probleme haben, das zu sehen. Ich finde persönlich, das sieht nicht schlecht aus. Ja, aber es könnte ja sein, dass manche ja Probleme haben, wenn sie bloß weiß und schwarz haben oder ihnen das einfach nicht gefällt, dieses Design. Das Coole ist, ja, dass man das verändern kann. Und zwar gehen wir mal hier rüber. Ja, also das ist das Standardmotiv. Jetzt wählen wir mal aus das Ganze mit A. Und jetzt sind hier ein paar verschiedene Vorlagen, die man ausprobieren könnte und die man nehmen könnte. Also sagen wir mal Nachtschicht. Habe ich jetzt ausgewählt. Das finde ich persönlich wirklich gut. Also wir probieren mal Nachtschicht aus. Und jetzt haben wir so einen Neon-Look. Den finde ich wirklich cool. Also vor allem, wenn ich mir vorstelle, man spielt bis in die Nacht irgendwie hinein, ne? Es ist sehr spät und sowas. Was ich wirklich erkennen würde, wäre dieses Neon-Design von der Tastatur. Weil, guck mal, das Ganze ist dann noch hinterlegt mit so einer Art pinken Design oder so ein leichtes Lila, sag ich mal. Ich kann dir mal kurz mal zeigen. Ja, also man würde das auf jeden Fall nachts sehen. Also das finde ich wirklich gut. Ich kann dir noch mal kurz den Unterschied zeigen vom Standardding. Also wenn wir raufgehen und mal kurz mal testen, das Ganze ist halt weiß hinterlegt. Ich finde das, oh, weil es ist eigentlich irgendwie alles auf dem Steam Deck schwarz-weiß und sowas. Und da kann man das Ganze irgendwie nicht so recht erkennen. Kennt, finde ich. Also die ist okay. Ja, das kann ja Leute geben, die damit Probleme haben. Ich zeige euch mal nochmal kurz die anderen Motive. Zuglasiert. Also zuckerglasiert. Ah, sieht auch okay aus, aber ja, weiß ich nicht. Das ist irgendwie so ein. Sieht so ein bisschen aus wie so ein von Apple irgendwie so ein Design. Also so ein MacBook oder irgendwie sowas mit diesen weißen und so. Ja, gut, es gibt natürlich Leute, die das auch gut finden. Wir können mal noch was anderes probieren. Das finde ich auch ganz lustig hier, und zwar Steam Grün. Pass mal auf, wenn wir jetzt draufklicken, öffnet sich die Tastatur und ich finde, die hat so ein bisschen Retro-Look. Ja, also man sieht hier, das ist so grün mit gelb. Also vielleicht gibt es ja auch Leute, die mögen das hier lieber. Ich persönlich, wie gesagt, finde Nachtschicht ganz cool. Also das Design hier, das sieht man in der Nacht sehr gut und ja. Okay, das war mein Video mit dem Thema, wie man das Tastaturdesign auf dem Steam Deck ändern kann. Ich hoffe, das Video hat einigen geholfen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und ich hoffe, man sieht sich im nächsten Video schon wieder.